Willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2, diesmal wieder mit dem Klingi. Hallo? Wie ist dein Kollege? Was? Wie ist dein Kollege? Er heißt René. Und René. Ja. Das ist halt. Den werde er zwar nicht hören, aber der ist auch dabei. Ja. René war nämlich der, der im letzten Part an der Jogling gelegen ist. Erlebt man noch mit Klicki. Ja, so was passiert halt, ne? Halt, Vorwärtsgang! So. Das ist nicht komisch. Klar. Doch, ja. Erst klingeln, dann an der Tür reinschlappen, beim Fenster klappen, dann sitzt du halt zu neben mir mit dem Bier. Das ist halt im Dorf, ne? Ja, mir. Ich wundert's ja nur, dass die Nachbarn sich noch nicht aufgeregt haben. Wieso haben wir auf allen Dörtlingen eingeschlafen? Was? Oh, jetzt hängt er gerade bei mir. Was? Ich sag, bei allen Dörtlingen eingeschlafen? Nö, das glaube ich nicht, aber. Bei meinen Nachbarn, das ist immer so eine Sache. Obwohl ja viele davon nur schwerere sind, aber. Halt in der Nacht, wenn die schlafen, hören selbst schwerere das. Na, also. Trotzdem. Nee. 493 Kilometer. 237. Ui, da hab ich einen ganz schönen Umweg zu fahren. Ja, ich mach dann ja auch mit. Da kannst du gucken, ob du eine Tour dann nach. Wohin fahrst du? Wien? Nach Wien hast. Ja, ich denke schon. Radarkontrolle? Immer so bergabwärts, wenn er automatisch beschleunigt. Boah, schon wieder so ein Leck. Was ist da los? Eine kleine Ausflug, eine Leitplanke hat 2% Schäden an der Ware und 2% Schaden am LKW noch verursacht. Das ist wenig. Das geht ja, ja. Gab's auch schon schlimmere Ausmaße. Hier der rechte, die habe ich auch so gedacht, bei der rechten Spur, da haben sie wohl vergessen, einen neuen Belag drauf zu schmieren, oder? Oder nur die rechte ist neu gemacht worden. Oder so. Nee. Jetzt, wenn du guckst. Sieht ja irgendwie sieht komisch aus. Vorne blinkt schon was. Was macht's? So, da vorne blinkt schon was, bin so 197 Kilometer entfernt, da erkennt das Radar das schon. Jedenfalls das, was ich in der Karre hab. Der Abladestelle. Was, da zeigt er das Ziel schon? Ja, und er hat es jetzt mal kurzfristig in so einer kleinen Knickkurve gezeigt. Aber wir fahren ja sowieso dreimal da außen rum. Das ist wieder außerhalb so ein Ziel? Nee, wir haben ja noch 100, also ich hab noch 190 Kilometer. Achso. Ich glaube, wir sind ja mal so nach Deutschland. Ich würde sagen, dass wir an die österreichische Grenze kommen und dann sehen wir mal weiter. Ja, da wo du hinfährst, ist ja leider hinter. Ja, ist richtig. Da müssen wir trotzdem erstmal aus Deutschland rauskommen. Nicht, ist voll los. Change, was ich über den Livestream schon mal beobachten konnte. Sie ist immer vorne die East Going East Gebiete rein, das ist ruhig, was den Verkehr angeht. Haben so recht, wenn man da allerdings auch die selbsternannten Fahrexperten sieht, wenn sie da einen Konvoi starten, da stehen die auf den vier Spuren und stehen auf den vier Spuren auch quer und diskutieren da nur, wer zuerst loswerden, wer nicht. Nur auf der Autobahn, das macht dann ja nicht aus. Wenn man was, das die drehen die Scheibe rum oder was? So ungefähr, Machen dann hier direkt Communication. Genau.
Schalten quasi um vom Fahrzeugkanal. Auf Direktkommunikation. Genau, weil Fahrzeugkanal geht ja hoch, die haben ja eh Zwiebelbesetzung. Richtig. Ne? Was mir aber hier drüben aufgefallen ist, wo ich hatte ja nun im Livestream mehrere Male Fahrten nach Polen oder größtenteils Polen gehabt. Also sowas wie Autobahn haben die ja auch nicht. Also wenn schon, wenn du da mal so eine Strecke kommst, da fährst du von einer Mautschranke Mount nach, ist Berg. naja, ich weiß, in eine Mautschranke nach der anderen, nein. Immer zahlst 6 Euro, immer zahlst du 4 Euro. Aber mal so eine richtige flüssige Autobahn, das kennen die auch nicht. Na, die haben ja nicht das Mod-System, wie wir es haben. Ne? Nee. Bei denen musst du halt noch hier so an den Mautstellen das bezahlen, also Vignette lösen. Asi. Ist ja in Österreich auch so. In Deutschland haben wir das Toll-Collect-System. Ach, der schöne Kasten, den du da oben drin hast. Genau, ist halt praktisch, ne? Der erkennt automatisch, wenn du auf der Autobahn fährst und bucht ab. Ich habe wohl viele schon mal drüber aufgerichtet oder so einen riesen Kasten. Ja, das ist verbaut im LKW fest. Der stört nicht. Der ist so groß wie ihr Radio. Oh so. Ne, stimmt, in Österreich war ja so drüben. Der eine Lupus darüber machen wollte, um die zwei zu besuchen. Ja, sagt auch noch hier Patrick von drüben. Ja, denke an die Vignette. Ja, brauchst keine. Das kostet bis zu 500 Euro, wenn sie dich in die 5000 oder. Oh, Ja, dann hole ich mir mal von der Woche. Ne, muss mindestens einen Monat nehmen. Ja, die sind damit Strafen ganz schnell. Ja. Dann ging es darum, ja, wie an die Scheibe kleben. Die klebe ich mir nicht an die Scheibe. Ich muss aber doch nicht meine Autoscheibe mit dem Scheißzeug. Reicht das nicht, wenn ich damit klebe, Streifen das hinten dran? Ja, nee, das geht nicht. Betrugsgefahr. Das kriegst du doch nicht mehr. Ah, ja, doch, das kriegst du ganz einfach wieder ab. Die Vignette schön, aber den Kleber wahrscheinlich nicht. Musst du so eine Stelle finden, wo du das jedes Mal drauf klebst, dass du nicht die ganze Scheibe mit dem Rotz versäumt ist. Das ist richtig. So, 100 Kilometer haben wir noch. Übsten sie Bläder. Fahre zu. Boah, du zu. Was sagt denn eigentlich nur noch der René dazu, dass du denn in die Uhrzeit an so einem Spiel hier sitzt? Nichts. Nicht. Ach, schaut Transformers 3. Und nicht verkehrt. Ich dachte, das jetzt neben dir. Ja, neben mir, auf dem Bett. Und da daneben steht ja der Fernseher. Also, Und da läuft Transformers 3. das wäre schon so zu dir gekommen. Ja, deswegen, weil er keinen eigenen Fernseher hat. Nee. Das ist wirklich nett. Schon komische Geschichten an der Welt. Kannst du sagen, das mit der Türklingel, das war ein Highlight, wenn er wieder nüchtern ist. Nicht so betrunken ist er nicht. Also. Na, ich weiß, wenn ich eine Türklingel da drüben getroffen lasse, los, da halte ich nicht permanent drauf. Ja. Zumal das unsere nicht mal zulassen würde. Wieso die fördern heiß und glüht durch oder was? Nee, er hat einen Ton, der piept eben an, dann ist es fertig. Dann musst du das wieder neu auslösen. Da gibt es keinen Dauerton. Nicht so wie bei dir, wo du da drauf halten kannst und das bimmelt da oben bis zum Morgengrauen, ey. Oh, du wirst auf jeden Fall, dass du dann wach bist. Dass er ein anderer Tier ist und der da unten drauf hält, der es wichtig hat. Der es eigentlich hat. Ich hatte schon gedacht, du hast das Handy falsch eingestellt. Nee. Ich sag mal, wie spät haben wir es jetzt in Real Time? Kurz vor Jensen. Siehst du? Was sollst du über kurz vor Jens das Handy stellen? Das ist mein Dauerwecker für die Disco, da höre ich auf zu trinken. Du was Okay. oder wie? Ich hätte jetzt nicht auf Wecker getippt, halt auf Anruf oder sonst irgendeinen Scheiß halt. Ach Wer so, weiß, okay. was davor integriert war. Sonnenwende, Tag der Befruchtbarkeit, lösen Sie Ihr Ching und Chang, weißt du, auch schon sowas halt. Genau, das war. Das Handy sagt mir meine Periode an, ja. Genau. Bimmelt so lange durch, bis du es gerafft hast, du. Ja. Muss doch bald bei da sein. 28 Kilometer.
Ach, siehst du. Wir haben hier vorne erst mal, jetzt haben wir hier erstmal die Grenze. Das ist die Meldstelle. Erstmal die Grenze. Moment, ich glaube, hier muss gar nicht stehen bleiben. Man kann sich einfach so durchprassen. Ich habe zwar nicht so einen Aufkleber, aber das spielt ja hier keine Rolle. Müsst rechts runter. Genau. Soll ich da jetzt mitfahren oder war erstmal weiter nach Wien und du kommst nach? Du kannst gerne mitfahren. Bis du auch mal Wien Salzburg siehst. Ich hab Salzburg schon gesehen. Ach, das glaubst du? Also nicht vorbei, es stehen nur Berge. Echt? Hier siehst du sogar gleich noch einen Kollegen. Der fährt 5 Meter vor, 3 zurück. Also so schlimm ist es bei mir nicht. Ja, das sah gerade bei denen so aus. Aber wo muss ich den denn hinschaffen, ja? Nach Salzburg Transnet. Ja, das geht ja. Müssten ja eigentlich lokal liegen. Na, Transnet, hast du den doch wohl aufgenommen? Stimmt, von Transnet nach Transnet mal wieder. Ja, da vorne rechts. Ja, erst aufhalten in Salzburg und schon geht die Framerate ein. Wenn man mal einen Blick auf die Spielerliste wirft, naja, es Geht geht noch. noch. Richtig. 6, 7 Spieler. Und ich habe Rot. Echt? Kennst du deine Leute? Aber ich muss ja hier eh nichts erledigen. Deswegen machen wir mal. Mal vorne noch schön ans Gitter dran. Da, wo du jetzt bist, ist immer noch No Collision Zone, oder? Ist richtig, aber wenn ich mir jetzt hier einen Zaun oder irgendwas mit einem LKW dran ramme, geht das trotzdem schon. Gegen andere LKWs halt nicht. Ja, aber ich wollte nur sagen. Da muss es auch, das habe ich jetzt im Video hier gesehen bei TruckTV. Da war irgendwie so ein LKW-Fest vor einer Woche oder vor zwei auf irgendeinem Berg, schießt mich da tot. Trucker treffen Bergheim oder irgendwie sowas in der Richtung, keine Ahnung. Bin ich auch gut davon, was weißt. Bergheim? Ne, irgendwie Trucker treffen, da waren auf jeden Fall ein Haufen aus Zwickau. Könnte möglich sein. Da war so komischer Mini da, Toyota Mini mit TruckTV komplett zugeklebt. Aha. Zwickauer Kennzeichen. TruckTV, das von dem hier von YouTube? Ja. Gucke ein. Ja. Ja, irgendwie Autohof B irgendwas, da war wieder dieses komische Trucker drin. Da. Auto auf Berg. Genau, Autohof Berg. Was sagt das da? Das ist ich, auch was mit B. Auch schon was mit B. Genau, Autohofberg. Kennst du oder was? Auto auf Berg kenne ich ja. Nicht weit entfernt. Wo müsst ihr hin? Ich muss nach. Ach, du fährst mich schon sagen, was es ist. Wien war's. Stokes, Wien. Nicht nach Verona. Nee, Verona ist ja schon wieder Italien. Ich weiß. Na gut, dann fahr ich dir jetzt mal Nackschner. Nacksch. Nacksch. Alles klar. Gut. Müsste ich auch schon mal finden. Ich stand gerade neben dir. War gut, dass wir es bereit haben. Ah. Na dann mal Ladies first. Ja. Achtung, ich mach das ganz gekonnt. Ich reiß da einfach mit dem Hänger und Spiegel weg. Hab sogar in meiner Türe drin stehen FH16 in weiß. Schön. Ne? So. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu der ersten Hütte, die ich da hatte, ist das jetzt schon groß. Also Den was? MAN oder wie? Nee, den ersten Volvo halt mit der kleinen Kabine. Ach so, ja. Ich meine, jetzt hast du ja so oben sogar ein Dach drin. Wenn das eben Was sein denn? soll. Ein Dach. Naja, ne Dings halt, ne.
Weißt schon, hängst du, drückst du runter, machst, schiebst du hoch, kommt Luft Drückst du runter, rein. schiebst du hoch. Hä? Ein Bette! Nee, na ganz oben. So ein weißer Kasten mit Dings, das ist doch hier. Ich komme jetzt nicht auf den richtigen Namen, deswegen habe ich jetzt. Na, das ist doch ein Dach, wie so ein Autoschiebedach. Oder Ach nicht? so, jetzt ist normale Schieb- und Kippdach, Meine ich ja, ups, man ist so blöd. ja. Ich bin's nicht. Nee, hinten. Oh, jetzt geht's los. So, es sind noch 271 Kilometer. Welchen? Ein Umweg gewesen. Ja, Hauptsache Wurstmann Salzburg. War ich vorher doch auch schon. Ach, hast du davon geträumt, wenn du von deinen Weltreisen, die du früher als Kind besichtigen wolltest? Die größten Städte Europas. Hast du gesagt, Ja, sagst und da du? fährst du nach Salzburg oder was? Na klar. Sicherheit fahr ich dann nach Salzburg. Ja, wer wollte noch nie in Salzburg Urlaub machen? Ah, naja, gut, meine Freunde, dann würde ich euch mal sagen, war es das auch wieder für diese Folge. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss.